Hallo und herzlich willkommen bei Sommerfrisch auf Schau.tv. Wir sitzen heute neben der Weinlaubenkuppel. Ortskundige wissen schon, was das heißt. Wir sind heute zu Gast in Aargau und dazu darf ich bei mir begrüßen den Bürgermeister von Aargau, Herrn Bürgermeister Ernst Schmidt. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Herr Bürgermeister, Sie haben eine wunderschöne Gemeinde, Sie haben sicher viel zu tun, einen vollen Terminplan, aber wenn Sie einmal ein bisschen Zeit haben, einen ruhigen Moment vielleicht, wo Sie sich entspannen wollen, welches Platzerl in Aargau ist da Ihr Liebstes? Ich glaube, wir haben mehrere Plätze, aber eines der schönsten Plätze ist garantiert hier, wo wir jetzt sitzen, unsere Weinlaubenkuppel. Die wird natürlich auch viel genützt, nicht nur von mir, sondern auch von vielen Gästen und das ist ganz erfreulich. Also wirklich wunderschön, also da haben wir auch eine schöne Location für unser Gespräch gefunden. Mir selbst ist aufgefallen, ich bin durch Aargau schon durchspaziert, habe mich etwas umgesehen im Ort. Mir ist aufgefallen der Hölzlstein, man nennt ihn auch den Ayers Rock von Aargau. Das ist ja auch ein sehr schöner Aussichtspunkt. Ja, der Hölzlstein, den gibt es schon sehr, sehr lange und fallen wir da gerne nicht nur von den Gästen, sondern auch von den Einheimischen als Ausflugsziel genützt. Man sagt immer, das ist unser Berg, den man hinaufklettern kann, wo es einen Haken gibt zum Hinaufklettern. Aber ich glaube, dass dort ein schönes Ausflugsziel ist. Es ist auch immer unser Ziel bei den Volksschulwanderungen. Aber auch die Gäste gehen gerne diesen Weg und kann man auch als einen Punkt nennen, der vielleicht auch nicht so schön ist jetzt wie die Weinlaubenkuppel, aber man hat doch auch einen schönen Ausblick bis zum Neusiedler See. Eine sehr schöne Sache, ja. Aber es gibt in Aargau wirklich viele schöne Plätze. Einer auch vor allem für Urlauber interessant ist der Campingplatz. Ich muss sagen, der hat ja doch einige Neuerungen und technische Spezialitäten dabei. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, in meiner Kindheit am Campingplatz war das alles noch ganz anders. Na, unser Campingplatz hat über 400 Plätze, das heißt 310 Mobilheimplätze und über und knapp an die 100 Kurzcampingplätze. Wir haben eigentlich vom Campingplatz die meisten Nächtigungen, obwohl dort nur die Kurzcamper zählen. Aber der Campingplatz wurde 1977 eröffnet, also in der Zwischenzeit auch schon in die Jahre gekommen, 36 Jahre und er freut sich immer noch großer Beliebtheit. Wir haben natürlich neben auch das Schwimmbad und das trägt sicherlich dazu bei, dass wir viele Campinggäste haben. Ja, auch das Schwimmbad, ein Highlight von Aargau. Das ist ja auch ein ziemlich großes Sportbecken, der bei Kinderrutsche, also ist eine Attraktion. Unser Schwimmbad, trotz dass in die Jahre auch gekommen ist, nämlich genauso eröffnet worden, im gleichen Jahr wie der Campingplatz 1977. Und normal sagt man, die Lebensdauer eines solchen Schwimmbades ist 25 Jahre. Wir haben aber einen guten Bademeister dort gehabt, der heuer in Pension gegangen ist, der auf das Schwimmbad geschaut hat, wie wenn es seine eigene Firma gewesen wäre. Ansonsten, glaube ich, hätte es sicherlich nicht so lange gehalten. Aber jetzt ist es in die Jahre gekommen. Wir haben dort auch teilweise Wasserverlust. Wir konnten den zwar ein bisschen einschränken, aber trotz alledem müssen wir an eine Neugestaltung des Schwimmbades denken. Und das kostet natürlich sehr viel Geld. Viele Badegäste sagen natürlich, sie wollen das große Becken erhalten. Natürlich geht es da um die finanziellen Mittel. Wenn wir vom Land größere Unterstützung bekommen, dann werden wir sicherlich schauen, dass wir so weit als möglich das erhalten können. Ansonsten wäre das für die Gemeinde nicht finanzierbar. Aber es gibt ja nicht nur das Schwimmbad, Aargau liegt ja auch am Neusiedler See und da gibt es ja auch den wunderschönen Marinahafen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man den Neusiedler See erkunden kann. Ja, wir haben auch einen Segelhafen, wo ca. 180 bis 200 Segelboote untergebracht sind. Und ich glaube, der Aargauhafen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Vielleicht trägt dort die Hafenkneipe auch dazu bei, die in den letzten Jahren sich gut entwickelt hat. Und es kommen auch viele Segler von anderen Häfen herein und das ist für uns sehr erfreulich. Also in Aargau gibt es viel zu tun, viel zu erleben, aber Aargau hat auch ein sehr, sehr aktives Vereinsleben. Wir haben über 20 Vereine und man kann sagen, fast jeder Verein ist irgendwie aktiv, sei es Punkt der Veranstaltungen oder man ist auch zum Beispiel der Internetclub behilflich bei Schulungen für Ältere, Punkt der Internet. Also wenn man das ganze Jahr den Veranstaltungskalender betrachtet, so kann man eines sagen, dass wir wirklich sehr, sehr viele Veranstaltungen haben, trägt auch fürs gesellschaftliche Leben viel bei, was für uns erfreulich ist. Manche Gemeinden müssen eigentlich selber schauen, dass Leben in die Gemeinde hineinkommt. Das brauchen wir eigentlich als Gemeinde nicht. Wir haben den Vorteil, die Vereine machen viel für die Gemeinde.
für manche dann anstrengend, der ganze Terminkalender im ganzen Jahr. Ne? In welchen der Vereine sind Sie besonders engagiert? Na, engagiert, das wäre jetzt übertrieben, wenn ich welche herausnehmen würde. Aber ich bin bei jedem Verein dabei, bei jedem Fest dabei. Es gibt keine Veranstaltung, wenn ein Verein einlädt, wo der Bürgermeister nicht dabei ist. Und daher bin ich auf alle Vereine stolz. Jeder hat sein eigenes. Man könnte jetzt zum Aufzählen anfangen, aber dann würde ich vielleicht ein oder zwei momentan vergessen. Das will ich nicht tun. Aber wir haben wirklich aktive Vereine, die erstens einmal nicht nur für ihre Mitglieder schauen, sondern auch viel Nachwuchsarbeit in der Gemeinde machen. Punkt der Bewegung, und das ist sehr, sehr wichtig. Also eine sehr aktive und lebendige Ortsgemeinschaft, bei der man viel erleben kann, die auch viel zu bieten hat. Aber Oggau ist ja nicht nur ein Ort der Attraktionen und des Erlebnisses, sondern auch des Genusses. Und in diesem Fall ganz besonders des Weingenusses. Nach dem Fund einer Rotweinschale aus dem 4. Jahrhundert nach Christus gilt Oggau als die älteste Rotweingemeinde Österreichs. Aber nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch heute wird in Oggau die Weinkultur großgeschrieben. Örtlichkeiten wie die Weinlaubenkuppel oder der daran anknüpfende Weinwanderweg legen davon Zeugnis ab. In Oggau baut man allerdings nicht nur mit Leidenschaft Wein an, sondern auch mit Erfolg. Davon zeugt zum einen der Landessieger 2013, der 2G-Klassik aus dem Weinbaubetrieb Mann. Dreimal hat er in den letzten 5 Jahren diesen Titel einholen können. Ein Resultat akribischer Sorgfältigkeit beim Weinbau. Ja, es fängt schon mal an im Weingarten. Man muss dort einmal also sauber arbeiten und schauen, dass die Trauben schön frei hängen, dass noch ein Teil besonnt werden. Und wir machen schon, wenn die Triebe rauskommen, brechen wir schon einen Teil einmal weg. Und dann, wenn wir sehen, dass die Blütezeit gut war, dann gehen wir noch, bevor sie die Trauben verfärben, gehen wir noch mal durch und werden die Trauben noch teilweise runtergeschnitten. Und die Kellerarbeit ist dann auch wichtig. Dort setzt man dann auf hochmoderne Stahltanks und regelmäßige Überprüfung des Weines. Aber es gibt in Oggau nicht nur einen Landessieger, sondern auch einen Bundessieger. Ebenfalls ein 2G-Klassik, und zwar aus dem Hause Reinbrecht, der Familie der österreichischen Weinkönigin 2006. Unser 2G-Klassik, der besticht durch sein tiefes Rubinrot. Er hat eine cremige Fruchttextur, samtige Tannine, saftige Herzkirschen am Gaumen und einen angenehmen Nachhall. Er wurde bei 20 Grad aus der Neuburger Mostwaage wurde er gelesen, steht bei uns auf einer sehr guten Riede, der Ried Altenberg, auf sandigem Lehmboden, und er freut sich natürlich hoffentlich vielen Weingenießern, die ihn trinken wollen. Und eine solche Weingemeinde, die übrigens auch schon zweimal Landessieger gesunde Gemeinde und zweimal im Blumenschmuck wurde, hat natürlich auch ein zünftiges Weinfest. Ja, das Weinfest, kommenden Donnerstag geht's los. 4 Tage wird's dauern, Herr Bürgermeister. Was erwartet einen da am Oggauer Weinfest? Am Oggauer Weinfest erwartet erstens einmal, dass wir ausgezeichnete Weine zu verkosten bekommen, dass die Kulinarik in Ordnung ist. Und ich glaube, dass das Rahmenprogramm bis jetzt auch immer gepasst hat. Wir können nur eines hoffen, und das hoffen wir alle, vor allem die Winzer, die Aussteller, dass schönes Wetter kommt, dann wird das Fest sicherlich gelingen. Also so ein Weinfest, etwas, das die Dorfgemeinschaft auch zusammenschweißt, was zusammenhält. Aber nicht nur das, sondern auch die Dorferneuerung, die mit großer Bürgerbeteiligung durchgeführt wird, ist etwas, das das Dorf gemeinsam plant. Nur die Dorferneuerung, wir haben einmal einige Arbeitsgruppen gehabt, die einige Male zusammengekommen sind, wo jeder seine Ideen einbringen konnte. Es war die Bevölkerung auch dazu eingeladen. Und ich muss eines sagen, dass es wirklich anregende Gespräche, anregende Sitzungen gegeben hat. Das wurden alle protokolliert, zusammengefasst, und jetzt ist man dabei, das Leitbild zu erstellen. Es wird ein Katalog erstellt, der im September dann vorgestellt wird. Und natürlich wird nach Möglichkeit, auch finanzieller Möglichkeit natürlich, darauf geschaut, dass der Großteil dieser Vorhaben verwirklicht werden können. Manche bedarf nur der Ideenentwicklung, was nicht von hohem finanziellen Aufwand da ist. Aber es sind ganz gute Ideen dabei, und ich darf mich jetzt schon bei denen bedanken, die da tatkräftigst mitgetan haben. Und wir sind sicherlich bemüht, und das war ja auch, die Arbeitsgruppen waren bemüht, in der Ortschaft manches zu verändern, zu erneuern. Und da hat es ganz interessante Dinge dabei gegeben.
Man kann ja auch per E-Mail Vorschläge bringen und mit der Ideenbox in der Gemeinde. Was sind denn für Vorschläge schon gekommen? Haben Sie ein paar Beispiele von vielleicht einfachen Kleinigkeiten oder auch von größeren Wünschen? Ja, da gibt es zum Beispiel eines, wie man früher gehabt hat, den Dorftratsch, dass man mehr, die Anregung war, ein bisschen mehr Bangerl aufstellt und dass man vielleicht alle einmal in dieser Gasse, einmal in dieser Gasse so einen kleinen Dorftratsch macht. Ich glaube, gerade bei den Gesprächen mit der Bevölkerung erfährt man am meisten, was in der Gemeinde gewünscht ist oder umgekehrt angeregt werden kann. Und dadurch bin ich auch sehr viel unterwegs, um mit der Bevölkerung zu sprechen. Es gibt natürlich dann größere Dinge, die angesprochen werden, aber es ist genauso das Schwimmbad drinnen, das Schwimmbad zu erhalten. Es ist ja nicht einfach für die Gemeinde, wenn Kosten von 2,5 bis 3 Millionen oder noch mehr anstehen, dass man da sagt, wir bauen. Wir müssen trotzdem schauen, dass wir das Ganze finanzieren können. Aber es wurde einiges beim Weinwanderweg. Wir haben einen Weinwanderweg, der erneuert werden soll. Das wollen wir auch in Angriff nehmen. Und viele könnte man so kleine Dinge aufzählen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen trägt es dazu bei, dass die Dorfgemeinschaft noch mehr zusammenhält. Also eine sehr aktive Gemeinde, die sich auch wirklich entwickelt und an sich selbst weiterarbeitet. Was Sie auch schon vorher in einem Gespräch erwähnt haben, wo wir uns unterhalten haben, überhaupt, die Gastwirtschaft floriert in Ogau. Man kann eines sagen, wenn man die Nachbargemeinden oft beobachtet, dass sehr viele Gemeinden in der Gastronomie Probleme haben, fast keine Gasthäuser haben. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir überhaupt im Sommerbetrieb 5 Gasthäuser offen haben. Wir haben ca. 7, 8 Heurige offen, die alle am Wochenende überhaupt sehr gut gehen. Also bei uns hat eigentlich der Tagestourismus stark zugenommen. Und ich bin mir sicher, dass das auch in Zukunft, wenn es so weitergeht, wenn wir auch dementsprechend Bedingungen schaffen, dass die Urlaubsgäste herkommen. Wir können ja nur als Gemeinde Rahmenbedingungen schaffen. Das ist genauso, dass wir ein schönes Ortsbild haben, dass wir den Blumenschmuck weiter fördern, dass wir genauso Attraktivitäten wie hier die Weinlaumkuppel haben. Die Weinlaumkuppel wird dann nicht nur verwendet, dass hier kleine Picknicks oder Weinverkostungen abgehalten wurden. In der Zwischenzeit ist er das bereits eine Metropole geworden für Hochzeiten. Wir haben heuer, glaube ich, 8 Hochzeiten, davon alle 8 auswärts, also nicht von der Gemeinde her, Paare. Und vor allem, das ist erfreulich, die Entwicklung. Und vor allem wissen wir, dass die Gastronomie nachher wieder profitiert. Und das, obwohl Sie auch eine wunderschöne Kirche haben in Ogau, eine Barockkirche, kann man trotzdem hier auch feiern? Ja. Jetzt sind einige Erneuerungen geplant. Sie haben vor, viele Sachen neu zu machen. Werden Sie die noch, diese Neuerungen, als Bürgermeister leiten oder vielleicht nur mal als engagierter Bürger beobachten? Ich wurde ja für 5 Jahre gewählt. Voriges Jahr waren erst die Gemeinderatswahlen. Ich habe natürlich einige Ämter vorher schon zurückgelegt. Ich habe den Landtagsabgeordneten, Präsidenten des Gemeindevertreterverbandes, den ich sehr gerne gemacht habe und dadurch auch viele gute Kontakte knüpfen konnte, der natürlich auch der Gemeinde zugute gekommen ist, weil viele Gäste in unsere Gemeinde kommen. Aber ansonsten, der Bürgermeister macht erstens einmal Spaß und ich glaube, es muss jeder Job, den man annimmt, Spaß machen. Wenn der nicht Spaß macht, dann glaube ich, ist es besser, man hört auf. Aber ich weiß, dass wir noch einige Probleme haben, die möchte ich noch gerne lösen. Ich möchte vielleicht dann aus der Politik so ausscheiden, dass man sagt, unter dem Bürgermeister ist etwas geschehen. Und dafür wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles, alles Gute. Ich sage vielen Dank, dass Sie Zeit für uns gehabt haben. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Sommerfrisch auf Schau TV.